anfangen, ich würde gerne ein Q&A-Video machen, weil ich ein paar Fragen gelesen habe mittlerweile in den Kommentaren und ein paar Sachen kommen immer wieder. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich einfach ein Video dazu und beantworte alles. Falls ihr noch irgendwas habt, was ihr dringend, dringend beantwortet haben müsst, dann schreibt mir gerne in die Kommentare unter Hashtag FragRonja oder schreibt in meine Instagram-Kommentare unter mein letztes Bild oder schreibt mir auf Twitter oder schickt mir eine Brieftaube. Keine Ahnung. Die einzige Frage, die ich jetzt schon beantworten werde, ist, kommt zu Weihnachten ein Video? Das habe ich heute gelesen. Ja, es kommt, was ich auf was Besonderes aufgenommen. Ihr könnt gerne schon mal raten, was es ist. Aber ich will noch nicht zu viel verraten, aber da könnt ihr euch schon drauf freuen. Und dann geht's auch jetzt schon los. Hey ho, hier ist Ronja und willkommen zu der neuen Folge. Wir besuchen Flo, weil er ein neues Haus hat und gesagt hat, wir sollen mal vorbeikommen. Also würde ich sagen, ist das der Masterplan. Und ich bin gespannt, wie es aussieht und ja, lass uns losgehen. Okay, wir müssen jetzt, glaube ich, hier diese Treppen hoch. Jedenfalls wirkt das alles so sehr schön, sehr schön. Genau, wir gehen jetzt hier hoch und ich glaube, da vorne links... Ja, es ist nur ein Steinbrocken. Das ist noch kein Haus. Oh, das da vorne ist das Haus? Okay. Scary. Okay, wir haben Gewitter. Das Gewitter ist jetzt weg. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier rein, würde ich sagen, oder? Auf geht's. Was haben wir denn hier? Hier haben wir einen Knopf. Hier haben wir Schalter. Ich würde mal den Knopf drücken. Oh, okay. So kommen wir rein. Was gibt es denn hier Schönes? Hier hängt ein Hut und ich glaube eine Jacke soll das sein. Da ist ein Bild. Hier ist ein Schrank. Sehr hübsch eigentlich. Das Haus sieht von außen so fancy aus. Ich weiß nicht genau, wo Flo ist, ehrlich gesagt. Aber wir haben hier eine relativ große Eingangshalle, so wie es aussieht. Mit Treppen, die hochgehen. Ich glaube, ich gehe noch nicht hoch. Ich bleibe jetzt erstmal hier unten und gucke mir das alles ein bisschen an. Damit ich einen guten Eindruck von allem habe. Und vielleicht finde ich ja Flo. Wir wissen es nicht. Hier ist, glaube ich, nichts. Das ist nur so eine kleine Einkerbung. Und hier ist Gras. Okay. Ich war gerade voll irritiert, woher das Geräusch kommt. Aber das kommt nur vom Gras auf dem Boden. Dann ist hier, sieht so aus, das Wohnzimmer, ein Bärenfell. Und hier ist Rotkäppchen. Läuft allein im Wald. An einem Baum macht sie Halt. Okay. Da springt der böse Wolf hervor und beißt ihr ab ihr linkes Ohr. Rotkäppchen greift in ihre Tasche und holt hervor ein, aus Glas eine Flasche. Sie schreit, wirst du dich einmal rühren, kriegst du die Flasche hier zu spüren. Der böse Wolf sieht und versteht, weshalb er sich zum Walde dreht. Doch Rotkäppchen kommt zu dem Schluss, dass der Wolf nun bluten muss. Okay, ganz schön gory. Ein Teil ihres Verstands beginnt sich zu vorzustellen, wie Blut gerinnt. Sie packt ein Messer aus und lacht, dass es dem Wolfe stark Angst macht. Er dreht sich um, um was zu sehen und schon ist es... Okay. Alles klar. Puh, okay. Dann, danke für diese Geschichte. Ich erinnere mich an Rotkäppchen ein bisschen anders, ehrlich gesagt. Aber, hey. Oh, oh Gott. Halt hier das Klavier. Voilà. Komme ich hier nicht durch? Ich glaube, ich komme hier nicht durch. Hier ist der Weg versperrt durch einen Stuhl. So, was haben wir denn jetzt hier? Oh! Oh! Wieso? Okay, nein, das ist, das war das Klavier, okay? Das war das Klavier. Hier ist irgendwas getriggert vom Klavier, sage ich. Das ist alles easy. Flo will mich immer nur erschrecken. Flo ist ein kleiner Frechdachs. Hier ist, glaube ich, nichts. Komme ich hier lang? Ich meine nicht. Ich glaube, hier soll ich nicht lang. Okay, dann geht's jetzt weiter. Ich glaube, das hier ist so eine Art Kinderzimmer. Jedenfalls wirkt es so. Es wirkt so, als ob sich hier zwei Kinder ihr Zimmer teilen. Ich habe mir mit meinem Bruder damals nicht mein Zimmer teilen müssen. Das fand ich eigentlich ganz gut. Ich hatte ein eigenes. Aber mein Cousin hat sich mit meinem anderen Cousin sein Zimmer geteilt. Deswegen kenne ich die Aufteilung. Die hat nämlich auch so eine Trennwand dazwischen. Aber die hatten noch so eine große Hängeschaukel, die von der Decke hing. Die Lichter gehen aus. Aber es ist süß gemacht. Man hat hier so eine kleine Spielekonsole, kleines Schiff, kleiner Soldat, dann hier ein Bett, da das Bett vom Mädchen dann wahrscheinlich und ein kleines Puppenhaus. So eine Spieluhr hatte eine gute Freundin von mir. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich fand die immer cool als Kind. Ich hatte nie eine eigene, aber ich weiß nicht, irgendwie fand ich das immer faszinierend. Und dann habe ich immer gedacht, oh, nice. Ich weiß nicht, warum. Okay, das ist ein bisschen beunruhigend, dass die Musik so viel lauter wird und die Lichter ausgehen. Ich bin ein bisschen startled, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, das wird wirklich viel dunkler, oder?
gezogen, oder? Okay. Das ist normal, das ist normal, das ist normal. Wir gehen weiter, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Wir wollen nicht noch einen Spielurgeist, der aus der Spieluhr kommt. Wir rennen weg. Düm, 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 düm. Wir rennen nicht weg. Wir sind geslowt. Warum kommt der? Okay. Ich bin nicht beunruhigt. Ich bin die Ruhe selbst. In der Ruhe liegt die Kraft. Muss man sich immer sagen. Hier ist... Okay, das ist nur so eine kleine, ein Bild an der Wand. Das ist, nicht gruselig. Gar nicht. Sie verstört das. Ich würde das nicht in meinem Schlafzimmer haben wollen. Flo hat einen sehr alternativen Einrichtungsstil. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Hier haben wir ein Schwein auf dem Tisch. Ein totes Schwein auf dem Tisch. Jetzt sind hier Leute. Können wir mit den Leuten reden? Howdy! We all fly down here. Sagt Pennywise. Chucky sagt, play with me. Jetzt sind sie weg. Jetzt sind wir wieder da. Wer ist das? Okay, 7 Tage. Alrighty. Das sind alles Charaktere aus Horrorfilmen, wenn ich das richtig sehe. Ich weiß nicht, wie vertraut ihr mit Horrorfilmen seid. Ich bin sehr wenig vertraut. Ich bin großer Schisser, ich gucke keine Horrorfilme. Aber ich kenne die Charaktere. Das sind alles Charaktere aus Horrorfilmen. Der Schlüssel ist im Keller. Michael Myers, ich danke dir für den ersten sinnvollen Beitrag hier. Wanna play a game? No, thank you. Was sagst du mir? Was er? Und das ist der... Joker. Okay. Der Schlüssel ist im Keller. Das heißt, wir müssen wohl in den Keller, richtig? Geht's hier weiter? Nein, hier geht's nicht weiter. Wie kommen wir denn in den Keller? Ist jetzt meine persönliche Fragestellung hier. Ich komme doch daher. Wie komme ich denn in den Keller? Helft mir! Boys! Ich bin etwas irritiert. Ich glaube, ich muss hier wieder zurück. Aber eigentlich war da das Kinderzimmer. Wie ist... Okay. Oh Gott. Ich glaube, wenn ich ganz zurücklaufe, war doch da am Anfang diese Treppe. Vielleicht komme ich da in den Keller. Und dann kann ich von da aus... auch hoch. Und ihr wisst schon, hoch und runter und links und rechts müssen wir nur durch das Kinderzimmer durch. Ich versuche nicht auf die Spieluhr zu gucken, die macht mir nämlich Angst. Dann gehen wir hier zurück, 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 zurück. Es gibt bestimmt einen besseren Weg, den ich einfach gerade nicht finde. Und hier war Rotkäppchen. War ich hier schon? Bin ich hierher gekommen? Okay, ja, hier war die Eingangshalle. Hier muss doch irgendwo auch der Keller sein, oder? Oh ja, hier unten. Dann gehen wir jetzt hier die Treppen nämlich runter, ohne uns in den Spinnenweben zu verhängen. Und gucken uns das mal an und suchen hier. Wo, wenn ich ein Schlüssel wäre, wo würde ich mich verstecken? Wenn ich ein Schlüssel... Okay, will ich jetzt hier durch den rechten Gang oder will ich geradeaus? Wir versuchen es erstmal mit dem rechten Gang. Ich habe das Gefühl, das wirkt mehr wie so ein Storage-System. Und da könnte vielleicht eher was sein. Okay, nein, hier ist einfach gar nichts. Hier gehen wir nicht hin. Das heißt, wir versuchen uns einfach mal mit geradeaus. Wenn, dann ist es wahrscheinlich jetzt geradeaus. Ich habe jetzt alle Möglichkeiten abgegrenzt. Hier ist eine Tür. Komme ich hier durch? Okay, das ist eine Uhr. Da ist ein Staubsauger. Hier ist ein alter Fernseher. Uhr. Aber hier ist nirgendwo ein Schlüssel. Ich versuche hier Sachen zu öffnen, aber es geht nicht. You can't do that. Something is in the way. Wir machen wieder zu. Wir sind nämlich ordentliche Hausbewohner. Und haben hier ein Bild von der Spinne und ähnlichen Späßen. Okay, das heißt, hier muss technisch gesehen der Schlüssel sein. Also, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das ist der Raum von einem toten Baby. Aber hey, warum würde man das wollen, ha? Huh? Oh, ist es der Schlüssel? Ich sag, das ist der Schlüssel. Was ist das denn? Nehme ich auch mal mit. Schöner Rucksack. Die Puppe will ich nicht. Nee, die Puppe will ich nicht. Wir behalten den Schlüssel in der Hand. Und auf geht's. Ab geht's zurück. Dim, 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 dim. Ich bin ein Abend. Ah!
Der war vorher nicht da, oder? Kommst du wieder? Kann ich mit dir reden? Bist du ein netter Zeitgenosse? Oder rennen wir lieber? Wisst ihr, was wir rennen? Ach, hier komme ich her. Okay, wir rennen. Und sind nicht nervös und versuchen das zu überspielen, indem wir singen. Nein. Das ist nicht das Problem. Oh, das... okay. Das öffnet sich einfach. Dann brauche ich auch keinen Schlüssel mehr in der Hand. Irgendwie stimmt mit dem Bärenfell was nicht. Ich glaube, das liegt eher an meinem PC als am Bärenfell. Was haben wir denn hier? Hier ist überall... Also... Ah! Zuvorkommt. Das ist ja schön. Okay, also warte, guck mal. Warte, wo muss ich hin? Und zack, oh. Da bin ich. Hi. Ey, ja. Was du nicht musst, ich war die ganze hinter der Wand, gell? Und ich hab's aktiviert. Ey. Vor allem dieser Spiegel am Ende, Flo, dieser Spiegel, der war brutal. Ich hab mich sogar selber erschreckt. Ich hab mich so erschreckt. Und es war einfach nur so, ah. Oh Mann. Aber ich muss sagen, dachtest bestimmt bei diesen Dings, bei diesen ganzen, bei diesem Tisch, wo jetzt saßen. Ich hab das ein bisschen gespammt. Oh Mann. Okay, das war's dann aber auch mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen hoch. Da guckt unbedingt bei Flo vorbei. Der schneidet das nämlich ein bisschen anders zusammen und dann ist es bestimmt interessant zu sehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!